Gohei Uchimura, 1,62 groß, 52 Kilo leicht, japanische Turnlegende. Zu seinem Palmarès gehören unter anderem 3 olympische Goldmedaillen sowie 10 Weltmeistertitel und diverse weitere Medaillen. Uchimura war von 2009 bis 2016 im Mehrkampf ungeschlagen, das ist vor ihm noch keinem anderen Turner gelungen. 1992 im Alter von 3 Jahren begann King Kohei mit dem Kunstturnen. Mit 6 Jahren nahm er dann bei den ersten Wettkämpfen teil. Uchimuras Erfolgsrezept? Hartes Training und Disziplin. Dazu gehört auch seine unkonventionelle Ernährungsform, das OMAD-Fasten, auch One Meal a Day genannt. Diese Ernährungsform ist sehr untypisch für einen Spitzensportler, da dieser eigentlich kontinuierlich Energie braucht. Ich wollte herausfinden, wie sich das Ganze anfühlt und habe darum einen Tag wie Gohei Uchimura gelebt. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Sameh Sahani und im heutigen Video werde ich einen Tag so leben wie The Goat im Kunstturnen Kohei Uchimura. Viele werden ihn nicht kennen, aber das ist so der größte Turner eigentlich aller Zeiten. Er ist der Japaner, 3-mal Olympiasieger hintereinander, aber zu den Erfolgen und alles kommen wir später. Es ist 6.38 Uhr, ich bin auf dem Weg nach Macklingen, bin noch zu Hause in Zürich und mache mich jetzt auf den Weg. Ich kann das schon mal vorne wegnehmen, das Spezielle an Cristiano Ronaldo, an Kohei Uchimuras Tagesablauf oder seine Routine ist, dass er One Meal a Day Fasten betreibt. Also sprich, er wird bis zum Abend nichts Festes zu sich nehmen. Einzige Kaffee und Wasser. Habe ich zwar schon mal gemacht eine Woche, aber es ist schon ein Jahr her. Heute machen wir es wieder. Das wird gut kommen und ich freue mich. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns dann beim ersten Kaffee. Nein, ich hatte schon einen Kaffee und einen halben Liter Wasser. Aber dann sehen wir uns beim nächsten Kaffee. Peace. Heiß, heiß, heiß. Second Coffee. Aber schwarzer Kaffee, weil beim OMAD ist eigentlich nur erlaubt, Wasser zu trinken, schwarzer Kaffee oder Tee. Und noch EAAs sind auch erlaubt. Und leider kein Cappuccino. Aber das passt so. So, wir befinden uns in Biel und Hunger ist nicht vorhanden. Natürlich auch noch nicht lange im Tag, es ist jetzt Viertel vor neun. Was key ist bei OMAD, Chewing Gums, vor allem wegen dem Mundgeruch. Da drückt ein wenig den Hunger. Eben, es ist Viertel vor neun, um Viertel vor zehn geht es ins Training. Montag nicht so streng und darum passt das schon. Wir sind in Macklingen angekommen. Es ist jetzt Viertel nach neun. In einer halben Stunde ist Training. Ich mache mir jetzt noch ein EAA-Getränk. Wassermelone von Powerfood. Code SAM-15. Check it out. Und jetzt schütteln. Uff. Geschmackstest. Maschallah. Gut, dann geht's ab ins Training und wir sehen uns nach dem Training. Wieder out. Peace. Peace. Ich bin back vom Training. Jetzt ist es 12 Uhr. Jetzt kommt der schwierige Part.
das Omad-Fasten. Ich denke, bis 12 Uhr kann jeder. Habe ich auch schon öfters gemacht, einfach weil man am Morgen nicht so viel Hunger hat. Training lief so lala. Ich habe meinen kleinen Finger. Den spüre ich noch ein wenig. Oder ist wieder ein wenig mehr angeschwollen. Aber das ist part of the game, der Prozess. Jetzt Plan, ich werde mich kurz hinlegen. Bin zwar nicht müde, aber einfach um mich ein wenig erholen. Danach werde ich ein paar administrative Sachen machen. Und um 2:45 beginnt dann die zweite Session. Ich freue mich sehr. Monday. Easy. Chillig. Wir sehen uns später. Good nap. 2:15. Wir haben noch eine Stunde zum Training. Ich möchte euch ein, zwei Videos zeigen von Kohei Uchimura, Greatest of All Time. Einfach, dass ihr auch ein Bild davon habt, wie gut er überhaupt gewesen wäre. Uchimura stays on the seat. This falls from time to time. This is first B element. Beautiful. This is the combination. Achtet mal auf die Haltung und wie einfach, also wie perfekt alles ausgeturnt ist und die Spannung und alles. Müsst ihr mal nach den Füßen und die Kleinigkeiten achten. Das war der einzige Fehler fast. Am Schluss im Handstand ein wenig überstreckt und er ist ein bisschen zu nahe jeweils nach den Flugelementen. Aber ja. Stuck here the other day, not today. Performing like a champion. Cool. Has to stick it. Boom. Crazy. Das war. Vor ihm war es ein größter Konkurrent, ich glaube Oleg Vernayev. Und er musste durchziehen, ansonsten hätte er das erste Mal seit weiß nicht wie vielen Jahren den Allround-Titel nicht gewonnen. Und darum schon sehr beeindruckend. Everybody loves and admires so much. Uchimura with a 15-8. Uchimura wins it again! Oh my goodness! Uchimura has done it! Alles klar? Ich genieße noch meinen Kaffee. Schau vielleicht noch ein, zwei Videos an. Und dann geht es in die zweite Einheit. Ich muss sagen, Hunger nicht so am Start. Zwischendurch mal knurrt der Magen, aber das ist normal, wenn man es das erste Mal wieder macht. Ich nehme die Kamera mit ins Training. Nehmen wir ein wenig auf. Sehen uns später. Second Training done. Ich habe Feierabend und ich muss sagen, der Hunger hat sich voll in Grenzen gehalten. Also jetzt kommt er langsam, aber bis jetzt easy. Ich war am Nachmittag aber nicht mehr so viel gemacht. Ich war noch am Rack und am Boden und dann war ich noch auf dem Fahrrad und habe noch Seil gesprungen. Dann, und jetzt noch in der Sauna und jetzt geht es heim. Abendessen zubereiten, dann war es das eigentlich schon. Sehen wir uns beim Essen, ich freue mich. So, nach fast
20 Stunden Fasten. Jetzt ist 5:45. Ich habe hier so einen Salat, Omelette, ein Shake, so ein Proteinshake und genau. Ich muss noch dazu sagen, eigentlich dürfte ich gar kein Gemüse essen, aber ja, kann ich nicht, weil Uchimura ist fast kein Gemüse. Das ist krass, wenn man bedenkt, dass der beste Sportler, der beste Kunstler aller Zeiten ist kein Gemüse und er hat sehr gerne Schokolade. Das ist krass. Danach gibt es noch einen kleinen Nachtisch und dann war es das schon. Werde ich satt sein? Also ich werde sicher im Defizit sein, weil ich kann ja nicht in einer Mahlzeit die ganzen Kalorien einbekommen. Darum wäre das für mich wahrscheinlich ja eher weniger, aber zum Fazit kommen wir dann später nochmal. Ich möchte mit euch den ersten Schluck eines ja, Proteingetränks teilen. Prost! Oh. Wow, Mashallah. Das Omelette habe ich das gut hinbekommen. Ich genieße das jetzt und dann sehen wir uns später. Beim Fazit wahrscheinlich. Das war's bereits. Mit dem heutigen Tag, ein Tag leben wie Kohei Uchimura, the GOAT, greatest of all time. Ich hatte noch so einen Haferflocken Eiklarkuchen, ein paar Früchte und ein bisschen Proteine. Eben zum Fazit, ich finde das Omad-Fasten sehr, sehr gut. Hat sehr, sehr viele Vorteile, eben man ist nicht so müde, man ist viel konzentrierter, viel klarer im Kopf. Und ja, ich habe das schon beim eine Woche Omad-Fasten-Video gesagt, dass wenn ich kein Spitzensportler wäre, dann würde ich diese Methode anwenden. Aber ja, als Spitzensportler ist es einfach so, dass man regelmäßig Energiezufuhr braucht und ja, am Abend ist es nicht möglich. Also ja, es ist schon möglich, aber man ist einfach full. Alle Nährstoffe und alle Makros, Gemüse, Mikros etc. pp. Reinzubekommen. Darum, ja, für mich persönlich als Spitzensportler nicht so optimal. Darum werde ich das auch nicht durchziehen. Darum noch mehr Respekt an Kohei, dass er das wirklich so durchgezogen hat. Sein Grund war, dass er möchte nicht mit vollem Magen turnen. Also wenn er Schrauben macht, Saltos und so, dass er dann einen wirklich leeren Magen hat. Verstehe ich, aber ich muss sagen, wenn ich 3-4 Stunden vor dem Training esse, dann ja, geht das auch voll klar. Gut, dann das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst sehr, sehr gerne einen Like da. Abonnieren nicht vergessen und ja, bleibt am Ball. Ich hoffe, euch gefällt der Content. Vergesst nicht, mit dem Code SAM-15 bei Powerfood zu bestellen, wenn ihr etwas braucht. Und supported Sekai World. Let's go. Peace.